Guten Morgen, Hampi. Morgen. Die Monika, die redet im Moment relativ wenig. Glaubst du, sie ist genervt von dir und wird drum den Mini bald verloren? Schön wär's. Wär wirklich schön. Ich hatte gestern wieder eine Aussprache. Oder eine Aussprache. Ich habe mich einfach ausgesprochen. Und dann sagen die, kommen ja von ihrem praktisch nicht. Ob sie eine Art warte, ich jetzt zwei Wochen warten will, bis ich einen Fehler mache. Weil ich mache keinen Fehler. Klar kann es jedem passieren, aber ich nehme den Mini mit heim. Und ich habe den Mini verdient und für mich ist der Mini sehr wichtig. Und bei ihr ständig genug Auto ums Haus um mich. Wenn jeder ein Auto hat. Ich und meine Freundin haben kein Auto. Wir gehen auch arbeiten mit dem Auto. Ich brauche das Auto. Und jetzt bin ich so weit gekommen, es gibt kein Zurück. Es wäre also alltage so weitergehen, ob sie immer noch still sei oder sie zappeln eh mehr um an sie. Wo du mit ihr über das geredet hast, hat sie fast keine Reaktion gezeigt. Was schliessest du daraus? Dass sie eigentlich mehr muss recht geben muss. Oder dass sie sagt, dass sie mögt mich, oder? Sie mögt mich auch gut, das sage ich sicher, oder? Und wenn sie eben nichts sagt, dann ist sie wirklich nur noch da im Auto zum Warten, bis ich einen Fehler mache. Ich mache keinen Fehler mehr. Ich weiß, wann ich zu tun habe. Ich nehme das Auto mit. Was ihr im Kopf genau vorgeht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie genervt gegenüber mir. Ich bin eigentlich die Ruhe selbst in dem Sinn. Ich mache gerne Challenge und so Sachen. Sie verzweifelt fast. Ich könnte von mir aus das Auto füllen mit Schlangen und Spinnen heute. Die Monika hat sie in der letzten Nacht sehr bequem gehabt, weil sie den Sitz konnte verstellen. Hat dich das ein bisschen genervt? Nein, kein Problem. Ich habe relativ schlecht angefangen einschlafen und nachher habe ich aber tiptop geschlafen. Und dann schnell aufstehen, ein bisschen das Auto putzen, wieder weiter schlafen. Und jetzt hocke ich da. Nein, ist kein Problem. Wieso meinst du, schlafst du so schlecht im Mini? Du hast jetzt praktisch alle Nächte, vor allem die erste Hälfte, ziemlich Mühe gehabt zum Schlafen. Ja, ich weiss nicht. Ist mir das Herz gewachsen. Nein, ich weiss, wie ich liege. Und jetzt ehrlich, mit dem Küssi tut er nicht mehr weh. Das Problem ist, wenn man in einem Auto schläft, wenn man Kanten hat. Und mit dem Küssi sind die alle weg. Da weiss jeder, der schon mal in einem Auto geschlafen hat. Oder länger. Und wir sind immerhin schon 7 Tage in dem Auto. Natürlich gibt es auch am Wochenende wieder eine Challenge. Bist du bereit, wenn die deine Fans wählen? Ich auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ich sollte schon wieder mal, wenn ich nicht gerade den Töff ausmache. Gut, das war eine kleine Sache. Also sprich, da hätte man aus dem Stegreif machen. Es ist schon nicht anders gegangen. Aber nein, ich freue mich wirklich drauf, um wieder mal eine Challenge zu machen. Mal. Ob Samstag oder Sonntag. Dann danke dir vielmals, Hampi. Und du weißt, wie es geht. Du darfst bis zum nächsten Signal in den Mini-Wege Extreme-Zonen aufhalten. Danke.